Hi, wir sind Nadja und Lukas und nun seit mehr als einem Jahr auf Weltreise. Nachdem unser Roadtrip durch Westkanada vorbei war, reisten wir weiter Richtung Osten des Landes. Unser nächstes Ziel? Toronto. In der größten Stadt Kanadas wollen wir euch in diesem Video mitnehmen zu den Top-Sightseeing-Highlights und euch die Aussicht vom dritthöchsten Turm der Welt zeigen. Das Besondere hier an Toronto ist, dass Toronto direkt an einem riesengroßen See liegt, und zwar dem Ontario Lake. Und direkt vor Toronto habt ihr das Toronto Island, also quasi eine Insel, die im See direkt vor Toronto liegt. Das alleine finden wir schon total besonders, weil wo hat man das mal, dass man in einem riesengroßen See dann auch noch eine Insel hat, auf die man mit einer Fähre fahren kann? Und genau das haben wir jetzt vor. Wir haben uns ein paar Snacks gekauft. Wir wollen jetzt rüberfahren, unsere Snacks essen und dann die Skyline von der Insel aus anschauen. Toronto Island ist wirklich super schön. Ihr habt hier eine riesige Grünfläche, ihr habt ein paar kleine Shops und Cafés. Also ihr könnt hier wirklich komplett den ganzen Tag verbringen, und das machen auch einige. Die nehmen sich hier ihr Picknick mit oder treffen sich einfach mit Freunden hier, verbringen den Tag. Also es ist wirklich eine wunderschöne Atmosphäre. Und auch wir haben jetzt hier ein kleines schattiges Plätzchen gefunden und werden gleich unsere Snacks verputzen. Ein Ticket ist auch echt nicht teuer. Also wir haben jetzt 7 Euro pro Person gezahlt und damit kommt ihr hin und zurück. Also echt super preiswert. Ihr habt dabei 3 Anlaufstellen mit der Fähre, könnt euch also aussuchen, wo auf der Insel ihr ankommen wollt. Wir sind jetzt beim Center Island angekommen und von hier habt ihr eigentlich so die beste Ausgangsposition, um komplett die Insel abzulaufen. Wofür Toronto Island auch bekannt ist, ist der Ausblick auf die Skyline und vor allem der CN Tower, der natürlich bekannt ist für Toronto. Und apropos CN Tower, das ist auch gleich unser nächstes Ziel. Wir sind jetzt mit der Fähre wieder rüber gefahren nach Toronto Downtown, und hier befindet sich der CN Tower, wie Nadja gerade schon angekündigt hat, und hier sind wir jetzt hergelaufen. Er ist hier hinter mir, ihr seht ihn. Der CN Tower ist der dritthöchste Tower der Welt mit 553 Metern, und hier wollen wir oben den Sonnenuntergang uns jetzt anschauen. Wir sind jetzt auf dem Main Deck angekommen, und zwar sind wir in 346 Meter Höhe. Der Turm ist höher, der ist 553 Meter hoch, aber von hier hat man wirklich eine Wahnsinnsaussicht über Toronto, über den Lake Ontario. Und jetzt könnt ihr hier wirklich mal sehen, warum man auch denken könnte, Lake Ontario wäre ein Meer. Das andere Ufer ist überhaupt nicht in Sicht, also dieser riesige See könnte auch einfach das Meer sein. Also hier ist wirklich eine wunderschöne Aussicht. Es ist ziemlich laut, wie ihr hören könnt. Es ist mega viel los. Deswegen bucht die Tickets unbedingt im Voraus. Wir haben im Voraus online gebucht. Das geht ganz easy, auch noch ein paar Stunden vorher. Wir haben es jetzt heute Morgen gebucht. Und ihr spart sogar beim Online-Kauf noch 2 Dollar. Insgesamt hat es jetzt 35 Euro pro Person gekostet. Ihr bekommt einen Timeslot von einer halben Stunde, wo ihr hochfahren könnt. Und dann könnt ihr so lange hier oben bleiben, wie ihr wollt. Und stell dir mal vor, ich habe den Glasboden gefunden. Also kommt mal mit. Es gibt hier nicht nur einen Glasboden unter dieser Aussichtsplattform, sondern sogar eine Draußenterrasse. Also auf der sind wir jetzt gerade. Man merkt, wie der Wind hier oben einem quasi ja um die Nase weht, und man hat hier durch diese schrägen Fenster den Blick nach unten. Also es ist wirklich ein total schönes Erlebnis. Gleich geht die Sonne unter, und dann werden wir uns nochmal einen schönen Platz suchen, um hier nochmal ein paar Bilder und Videos von hier oben zu machen.
Wir waren jetzt 2 Stunden oben hier auf dem Tower und wir müssen sagen, das war wirklich ein super schöner Sonnenuntergang. Wir haben richtig die Sonne hinter der Erde verschwinden sehen. Das war wirklich richtig, richtig schön. Total. Und auf der einen Seite war der Sonnenuntergang und auf der anderen Seite war ein Vollmondaufgang. Das heißt also, als erstes haben die Leute in die eine Richtung geguckt, dann sind alle schnell rübergerannt, haben in die andere Richtung geguckt, um den Vollmond zu fotografieren. Also ich finde, das hat sich wirklich richtig gelohnt. Das Einzige, was uns vielleicht ein bisschen enttäuscht hat oder was wir uns ein bisschen größer vorgestellt hätten, wäre an sich die Skyline. Also irgendwie sah die von unten etwas gewaltiger aus, aber vielleicht ist der Tower auch einfach so hoch und da kann der Rest dann irgendwie vielleicht nicht mithalten. Aber wir finden 35 Euro für den dritthöchsten Tower der Welt, das kann man echt machen. Also von uns Daumen nach oben. Auch in Toronto habt ihr natürlich kulturelle Highlights, wie beispielsweise das Casa Loma, was ihr hier hinter mir seht, oder auch das Royal Ontario Museum. Für beides müsst ihr Tickets kaufen, weswegen wir das jetzt einfach mal auslassen. Jedoch für das Royal Ontario Museum können wir euch einen kleinen Tipp geben. Und zwar jeden dritten Dienstag im Monat gibt es auf den Abend hin einen freien Eintritt. Also checkt da unbedingt mal die Webseite aus, um gegebenenfalls auch frei ins Museum reinzukommen. Wir werden euch den Link zu dieser Seite einmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Also wir haben eben noch mal geguckt, der Eintritt ins Casa Loma kostet wirklich 40 kanadische Dollar, also ungefähr 30 Euro. Wissen wir jetzt nicht, ob es sich lohnt. Wir wollten dieses Geld jetzt nicht ausgeben. Wenn ihr es gemacht habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, ob es sich lohnt. Wir haben versucht, ums Schloss rumzugehen, weil wir gedacht haben, wir kommen dann vielleicht in den Garten rein. Kommt man aber nicht, ist komplett zugemauert. Also da muss man wirklich Eintritt zahlen. Was wir dafür aber gefunden haben, ist so ein kleiner Viewpoint in die Stadt. Von hier aus kann man sogar noch mal richtig schön den CN Tower sehen und so ganz leicht die Skyline. Also dafür hat es sich doch schon ein bisschen gelohnt. Wir haben aber jetzt noch einen weiteren Spot auf der Liste und der soll komplett kostenfrei sein. Nennt sich Graffiti Alley und da hoffen wir, können wir noch mal ein paar schöne Fotos machen. Wir sind jetzt im Graffiti Alley angekommen und wie ihr seht, gibt es hier einige coole Graffitis, die ihr auf euch wirken lassen könnt. Wir sind jetzt die Straße mal hoch und runter gelaufen und naja, es ist hier und da schon ein bisschen dreckig. Die Graffitis passen dann in dieses Flair hier rein. Es ist aber komplett kostenfrei, also wenn ihr hier in der Nähe seid, nehmt es auf jeden Fall mit. Ihr müsst nur Parkgebühren zahlen, wenn ihr hier mit dem Auto stehen wollt. Wenn ihr es aber nicht macht, verpasst ihr auch nichts. In der Stadttour darf natürlich ein Market nicht fehlen. Deswegen sind wir jetzt hier beim St. Lawrence Market. Und ihr seht hier, die Markthalle ist wirklich richtig groß. Es gibt hier, glaube ich, 2 oder 3 Level. Also ich glaube, es gibt noch ein Level hier drunter, wo man auch noch shoppen gehen kann, sich durch Kleinigkeiten durchprobieren kann. Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Es ist schon 18 Uhr, der Market schließt um 19 Uhr. Das heißt, wir wollen jetzt mal gucken, ob wir hier noch einen Last-Minute-Sale irgendwie bekommen und uns ein paar kleine Snacks holen, bevor wir dann weiterziehen. I would like to have 100 grams of these mix. Yeah. Are the red ones Kalamata olives? Yeah. Yeah? Okay, cool. The Kalamata, the green olives. Oh, nice. Perfect. Wir müssen sagen, der Markt ist ein bisschen fleisch- und fischlastig, aber auch wir haben was gefunden. Erstmal haben wir eine kleine Flasche Wein gekauft, das ist ein Geschenk für jemanden. Und dann haben wir, wie wir es eigentlich immer machen auf dem Markt, uns so ein Brot geholt. Also das ist so ein Sesam-Bagel oder Sesamring und ein paar Oliven. Das ist echt was, was wir einfach total gerne so zwischendrin als Snack essen. Und das probieren wir jetzt mal. Mal eine Olive. Mit Oliven kann man bei uns nichts falsch machen. Mega lecker. Und der Bagel. Sehr gut. Bei uns zu Hause heißt das Sesamring. Hier einfach Sesambagel. Mega lecker.
Nachdem wir uns jetzt beim St. Lawrence Market gestärkt haben, sind wir zum Yonge-Dunga Square, dem Times Square von Toronto, gegangen. Hier hat man einen großen Marktplatz und diese riesengroßen Werbetafeln hier hinter mir. Von hier wollen wir jetzt noch ein bisschen weiterlaufen, und zwar bis zur City Hall. Man muss sagen, es sind hier relativ viele Leute. Es ist auf jeden Fall ziemlich viel los. Wir werden jetzt unseren Weg so ein bisschen durch die Menschenmassen durchschlagen bis zur City Hall. Wir sind jetzt noch ein Stück weiter durch die Stadt gelaufen und sind jetzt hier in der Nähe von der City Hall angekommen. Und hier habt ihr das typische Toronto-Zeichen. Hier ist so ein großer Platz, hier habt ihr so ein kleines Wasserbecken mit einem Mini-Springboden und natürlich das große Toronto-Zeichen, was die ganze Zeit bunt leuchtet. Also echt ein beliebter Fotospot für die Leute, aber trotzdem ist relativ wenig los. Also wir finden es gerade richtig entspannt hier. Man hat so ein bisschen Luft zum Atmen vom City-Trubel und Leute kommen hier einfach her, um sich zu treffen, um zu quatschen, um Schach zu spielen sogar. Also wir finden den Ort hier echt super schön und machen natürlich auch noch ein Selfie mit dem Toronto-Zeichen. Und übrigens, solltet ihr hier im Winter sein, dann dürft ihr auf keinen Fall verpassen, hier Schlittschuh zu laufen. Im Winter frieren sie quasi das Wasserbecken ein und dann könnt ihr euch direkt hier am Becken Skates ausleihen. Also richtig coole Idee. Unsere Zeit in Toronto ist leider schon vorbei. Wir sind jetzt an der Union Station mitten in der Stadt und brechen gleich auf zu unserer nächsten Destination. Wir bleiben noch ein paar Wochen in Kanada. Wo es als nächstes hingeht, das werdet ihr sehen. Die Union Station ist die Busstation, also falls ihr euch fragt, was das jetzt hier quasi ist. Die Zeit war richtig cool hier. Für mich absolute Highlights waren definitiv das Toronto Island. Von dort die Skyline zu sehen, das war richtig cool. Und auch mit der Fähre rüber zu fahren, das hat echt Spaß gemacht. Und die Aussicht vom CN Tower war total. Auch wirklich richtig schön. Den Sonnenuntergang oben vom Tower anzuschauen und auch den Mond aufgehen zu sehen, das ist auf jeden Fall auch ein Highlight der letzten Tage hier in Toronto. Also wenn ihr an der Ostküste von Kanada seid, können wir Toronto nur empfehlen. Neben den ganzen Aktivitäten, die ihr in der Stadt selbst machen könnt, gibt es natürlich noch ein weiteres Highlight, und das sind die Niagara-Fälle. Die haben wir in den vergangenen Tagen auch besucht. Wenn euch das interessiert, hierzu werden wir in den nächsten Tagen noch ein Video veröffentlichen. Sobald das online ist, findet ihr das an dieser Stelle verlinkt. Zu unserer Zeit hier in Toronto haben wir natürlich auch einen Blogbeitrag veröffentlicht. Da findet ihr noch weitere Infos zu Unterkünften, Transport. Wir verlinken euch unseren Blogbeitrag in der Infobox. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen oder lesen wollt, dann schaut doch auch mal auf unserem Instagram-Profil vorbei und folgt uns da gerne, um keine weiteren Stories und Updates von uns zu verpassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert unseren Kanal kostenlos, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und dann sehen wir euch im nächsten Video hier aus Kanada wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.